So, herzlich willkommen zum zweiten Teil. Erste Schritte Teil 2. Ja, für alle Neueinsteiger, Interessenten und für alle, die NetXP-Verein einfach so kennenlernen wollen. Vielleicht, ja, geht es jetzt mal eben weiter. Und zwar eben, wie gesagt, beim zweiten Teil. Bisher hatten wir uns angeschaut, die Vereinsdaten, also diese grundsätzlichen Stammdaten, die man also anlegen sollte. Und eben dann verschiedene Optionen im Bereich der Verwaltung. Ja, wie geht's weiter? Das nächste, was man sich dann eben überlegen sollte, wäre vielleicht schon ein ganz guter Punkt jetzt im Moment, wenn Ihr Verein über spezielle eigene Felder verfügt. Das heißt also Felder, die eben eventuell in die Mitgliederverwaltung später mit aufgenommen werden sollen. Bei Wandervereinen zum Beispiel Wandermarken oder bei irgendwelchen Karnevalsvereinen eben sogenannte Punktestände oder Striche. Solche Sachen kann man also als eigene Felder wunderbar in NetXP-Vereins dazu erfassen und dazu kann man diese Vereinsverwaltung in beliebiger Art und Weise ausdehnen. Hier sollten dann eben entsprechende eigene Felder eingestellt werden und auch diese können unter Verwaltung Optionen und dann eben hier im Register eigene, Entschuldigung, im Hauptmenü Mitglieder und dann im Untermenü eigene Felder eingestellt werden. Denn diese eigenen Felder können dann später beim Import der Mitglieder, den wir für sie machen, kostenlos oder den sie eventuell selbst machen oder Mitglieder, die tatsächlich eben bei neuen Vereinen wirklich das erste Mal manuell erfasst werden, diese können dann eben sofort wieder erfasst oder eben auch mit importiert werden. Aus diesem Grund wäre es praktisch, wenn man die jetzt schon anlegen würde. Ja, das nächste, das man dann eben macht, das ist ebenfalls im Hauptmenü Verein, finden wir dann eben die sogenannten Sparten, also im Hauptmenü Verein finden wir dann hier eben die Sparten. Und diese Sparten können Sie anlegen. Und hier spätestens, hier zweifeln viele Vereine an der Leistungsfähigkeit von NetXP Verein, denn wir haben schon mit vielen Vereinen telefoniert, die gesagt haben, wir sind aber kein Sportverein. Ja, das macht nichts. Es macht überhaupt nichts, dass Vereine keine Sportvereine sind. Denn die haben alle festgestellt, dass wenn ich hier auf Sparten hinzufügen klicke, dass hier nur Sportarten auftauchen. Ja, das ist richtig, denn das sind diese sogenannten DOSB-Sportarten, also die Sportarten, die in Deutschland eben im Deutschen Olympischen Sportbund organisiert sind. Diese hier sind sogenannte Standardsparten, die können wir Ihnen anbieten. Aber Sie können natürlich auch beliebige eigene Sparten hier drinnen verwalten. Sie müssen also nicht unbedingt eine dieser vom DOSB vorgeschlagenen Sparten verwenden. Wenn Sie eine neue Sparte machen wollen, dann klicken Sie hier unten auf Neue Sparte, können dann einen frei von Ihnen definierten Spartenschlüssel vergeben, zum Beispiel S für Sopran, Sängerverein, speichern. Oder wenn Sie ein karitativer Verein sind, dann sagen Sie einfach neu und also eventuell haben Sie, arbeiten Sie mit Patenschaften, dann sagen Sie P, die Sparte Paten. Grundsätzlich sollten die, sollten die Sparten immer, immer Gruppen sein in Ihrem Verein. Wie eben in einem Sportverein die einzelnen Sportgruppen. Innerhalb dieser verschiedenen Großgruppierungen können wir dann später eben mit den Mitgliedergruppen noch feiner untergliedern. Aber ganz grundsätzlich sind diese Sparten wahnsinnig praktisch, denn diese Sparten kann ich in der Buchhaltung separat auswerten. Das heißt, diese Sparten kann ich centgenau später abrechnen, wenn ich das will, wenn ich das nicht will, dann natürlich nicht. Diese Sparten kann ich in der Kommunikation mit einbeziehen und diese Sparten kann ich dann auch in der Benutzerverwaltung mitverwenden. Das bedeutet, ich kann dann eben entsprechend Benutzer anlegen, die sich nur um die Verwaltung einzelner Sparten kümmern. Das ist der gesamte Hintergrund hinter diesen Sparten. Mehr ist es nicht. Wie gesagt, wenn man das Ganze nochmal genauer anschauen will, nur mit der Hinweis hier oben und dann sehen Sie Spartenverwaltung für Sportvereine, Spartenverwaltung für andere Vereine, eben exakt die zwei passenden Videos, die sich also noch viel tiefer eben mit diesem Thema hier beschäftigen. Das nächste, das ich anlege, ist das Brot des Vereins. Das sind die Beiträge. Grundsätzlich sind also in NetXP-Verein natürlich keine Beiträge vorhanden. Sie haben mit der Schaltfläche Neuer Beitrag die Möglichkeit, hier verschiedene Beitragstypen sich einzustellen. Insgesamt kennt grundsätzlich NetXP-Verein vier verschiedene Beitragsarten, grundsätzliche Arten.
Alle diese Beitragsarten können dann später im Verlauf noch mit einem sogenannten Ablaufdatum versehen werden. Ganz kurz zur Erklärung, es gibt hier einen fixen Beitrag. Ein fixer Beitrag ist ein Beitrag in der Eurohöhe X, das man eben hier einstellen kann. Und dieser Beitrag, der ist fix, also der ist unabänderlich, der wird sich nie ändern. Das heißt, typisch der Beitrag zum Beispiel für einen Familienbeitragzahler. Der Vater einer Familie, der zahlt immer einen ganz bestimmten Beitrag, egal wie alt der ist. Das ist dann ein eindeutiger fixer Beitrag. Dann gibt es eben noch bei uns sogenannte gestaffelte Beiträge. Diese gestaffelten Beiträge die Höhe eines gestaffelten Beitrags wird eben entschieden durch das Alter eines Mitglieds zum Geburtstag oder eventuell zum Stichtag. Das bedeutet, bei den meisten Vereinen ist es so, dass es hier Kinder, Jugendliche, Erwachsenen und eben eventuell noch Seniorenbeiträge gibt. Viele Vereine haben auch nicht mehr Beiträge. In diesem Fall hätte dieser Verein im NetXP-Verein später dann insgesamt nur einen einzigen Beitrag, und zwar eben einen gestaffelten, in dem eingestellt ist, ab 0 Jahren zahlt ein Kind 5 Euro, bis 12 Jahre, dann wird es ein Jugendlicher, dann zahlt es 10 Euro und dann kann ich mir hier noch Zeilen dazuschalten. Zum Beispiel ab 18 oder machen wir mal ab 19, was meistens ist, wird er erwachsen, zahlt dann 20 und mit 67 geht er in Rente und zahlt dann wieder nur noch 10 Euro. Das bedeutet, ich habe also hier eine Altersharfe aufgestellt und habe das dann eben mit den entsprechenden Euro-Beträgen eben ergänzt, was jetzt eben zur Folge hätte, dass im Beitragseinzugsfall eben hier nach Alter abgerechnet wird. Völlig automatisch, das müssen Sie nicht manuell machen, sondern das macht dann komplett automatisch eben die Software. Und wenn es eben nicht nach dem Alter an dem Einzugstag entschieden wird, sondern an einem bestimmten Stichtag, dann kann ich also hier unten auch noch eine Stichtagsberechnung verwenden. Und dann kann ich also simulieren, wenn ich heute einen Beitrag einziehe, will ich aber die Alte berechnet haben, als wenn heute der 31.12. wäre. Also als Ende des Jahres oder vielleicht Mitte des Jahres. Aber jeder, der seinen Stichtag hat, der weiß, was ich hier meine. Ja, nachdem ich dann alle meine Beiträge erstellt habe, also nachdem ich alle meine Beiträge eingestellt habe, dann ist es eben an der Zeit, Entschuldigung, ich habe noch mehr, ich habe noch verschiedene andere Beiträge, ich habe noch einen freien Beitrag. Der freie Beitrag, der kann mit einem Standardbeitrag vorbelegt werden und dieser Standardbeitrag, der kann aber dann bei der Zuweisung zu jedem einzelnen Mitglied nochmal abgeändert werden, die Höhe des Beitrags. Das heißt, habe ich bei vielen Fördervereinen und karitativen Vereinen, bei denen die Mitglieder eben einen sogenannten freiwilligen, eventuell höheren Beitrag zahlen. Stelle ich einen freien Beitrag ein, die Höhe des einzelnen Beitrags kann ich dann eben bei der Zuordnung zu dem entsprechenden Mitglied nochmal abändern. Bitte bedenken Sie Folgendes. Viele unserer Vereine sagen, mir ist ein freier Beitrag lieber, weil mir die Möglichkeiten natürlich deutlich größer erscheinen. Das ist grundsätzlich richtig. Bedenken Sie aber bitte, dass ein normaler oder ein fixer oder ein gestaffelter Beitrag natürlich auch unter anderem den Charme haben, dass bei einer Beitragserhöhung ich nur hier an diesem Punkt die Höhe der entsprechenden Beiträge anpassen muss, alle Mitglieder dann eben hier bedacht werden. Automatisch. Wobei bei einem freien Beitrag ich dann natürlich auch wieder jedes Mitglied separat anpassen muss. Deshalb ist es meistens hier besser, eben mit sogenannten Standardbeiträgen zu arbeiten. Weiter gibt es eben noch einen anderen Beitrag, das ist ein sehr komplizierter Beitrag, ein sogenannter berechneter Beitrag. Wie vorher erwähnt, gibt es in NetXP-Vereinen die Möglichkeit, eigene Felder anzulegen. Da haben wir viele Gartenbauvereine. Und in diesen Gartenbauvereinen ist es üblich, dass zum Beispiel ein Wasserzähler eingesetzt wird und der Wasserzähler oder der Wasserverbrauch muss vom Verein am Jahresende abgerechnet werden. Das heißt also, dann gibt es ein eigenes Feld des Vereins Anfangsbestandzähler, ein eigenes Feld des Vereins Endbestandzähler, ein eigenes Feld des Vereins Differenz, die dann eben Ende minus Anfang rechnet. Und dann kann ich also in diesem berechneten Beitrag die Differenz mal eben einen bestimmten Faktor rechnen. Nur eben der Vollständigkeit halber. Hier kann ich dann zusätzlich noch einstellen, wo eben Einnahmen eines bestimmten Beitrags dann später gebucht werden sollen. Aber auch, wenn ich das machen will, bitte bedenken Sie immer, hier oben eben sich dann eben die entsprechenden Spezialschulungen anzusehen. Also um das Ganze eben noch viel genauer zu erfahren. Ja, dann wird es eben bei einem Verein an die Mitglieder gehen. Das bedeutet, hier an der Stelle würden wir dann eben unsere Mitglieder importieren. Äh,
Mitglieder importieren, machen wir für sie kostenlos. Das Einzige, was wir nicht machen, ist, dass wir sie für sie abtippen von Zettel. Das macht man natürlich nicht, sondern wir importieren sie aber gerne für sie kostenlos. Am besten rufen Sie uns, also wenn es Ihre Mitglieder importiert haben wollen, schreiben Sie uns eine E-Mail, rufen Sie uns an, teilen uns mit, in welchem Format Sie Ihre Mitglieder vorliegen haben. Wie gesagt, der Import ist grundsätzlich für Sie kostenlos, kostet Sie gar nichts, egal auch, wie aufwendig der sein sollte. Das macht man gern für Sie und hat bis jetzt auch bei jedem einzelnen Verein funktioniert. Die Mitgliederliste, nachdem also dann später die Mitglieder importiert sind, diese Mitgliederliste kann von Ihnen angepasst werden. Das bedeutet, ich kann hier verschiedene Spalten meiner Mitglieder hinzufügen. Dazu wähle ich hier oben diesen kleinen blauen Punkt, wähle mir dann eben die entsprechenden Spalten aus und kann diese dann eben über Drag and Drop in die Mitgliederliste übernehmen. Sie sehen, es ist nichts dabei. Das funktioniert also ganz, ganz, ganz perfekt. Diese Spalten können also auch ganz leicht wieder entfernt werden, indem ich so eine Spalte eben nach oben ziehe und dann mit der linken Maustaste eben auslasse, also den Finger eben von der linken Maustaste nehme und dann sind diese Spalten auch wieder entfernt. Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, jede dieser eingestellten Ansichten zu speichern. Dazu natürlich wieder diese weiterführenden Videos. Grundsätzlich kann ich hier oben filtern, in diesem sogenannten Schnellfilterbereich, kann ich also hier eben unglaublich schnell filtern. Auch hier gibt es 10.000 verschiedene Möglichkeiten, von 5 bis 15 zum Beispiel, kann ich filtern. Also ich kann also hier ganz viele Filter, auch hier sei mir erlaubt, eben auf diese entsprechenden Spezialschulungen hinzuweisen. Das nächste, das Sie dann bitte anlegen werden, das sind die einzelnen Bestandskonten des Vereins. Das heißt, hier können Sie anlegen Girokonten, hier können Sie natürlich anlegen Barkassen oder Festgeldkonten, bis hin zum PayPal-Konto. NetXP Verein verfügt über einen eingebauten Online-Banking-Client, mit dem es nicht nötig ist, eine andere Software auszuführen. Sie können die Giro- und die Online-Banking-Konten aller deutschen Banken hier in dieser Software verwenden. Es ist kein Einsatz einer weiteren Software nötig. Mit einer Ausnahme, NetXP Verein kann genauso wenig wie alle anderen Vereinsverwaltungsprogramme mit dem sogenannten Online-Banking-Verfahren EPIX arbeiten. HBCI, also dieses ganz normale Online-Banking, Home-Banking ist kein Problem. EPIX funktioniert noch nicht. Wir arbeiten daran, dass wir ebenfalls also eine EPIX-Schnittstelle bekommen. Auch hier an der Stelle sei mir wieder erlaubt, auf die speziellen Schulungen zu verweisen. Ja, auch ist es in NetXP Verein möglich, Buch zu halten. Das heißt also, Sie können die komplette Vereinsbuchhaltung in NetXP Verein erledigen. Und das Ganze sehr umfangreich, also bis hin eben zur elektronischen Belegablage, die man als optionale Dienstleistung eben dazu buchen kann. Und um natürlich in NetXP Verein Buch zu halten, also dass man eben hier die Buchhaltung erledigen kann, ist es also sehr wichtig, dass ich mir sogenannte Einnahmen-Ausgabenstellen anlege. Grundsätzlich finden Sie hier einen sogenannten Standardrahmen. Das ist also ein Standardkontenrahmen hier drin. Auch hier sagen viele Nicht-Sportvereine, ja, was ist denn das? Das ist ja schon wieder typisch alles Sportverein. Ja, das ist richtig, denn auch was das betrifft, sind eben hier die Sportvereine, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, am organisiertesten, denn alle Sportvereine in Deutschland müssen sowieso in einem ganz bestimmten Schema buchen. Und aus diesem Grund haben wir also auch uns dazu entschlossen, den grundsätzlichen Vorschlag der deutschen Finanzämter hier zu verwenden. Und der grundsätzliche Vorschlag der deutschen Finanzämter betrifft eben die Sportvereine. Das ist also, wie gesagt, auch hier keine Erfindung von uns, sondern das ist ein Vorschlag der deutschen Finanzämter. Sie müssen natürlich diesen Kontenrahmen nicht verwenden. Sie können diesen Kontenrahmen komplett anpassen, wie Sie wollen. Wir haben ja viele Vereine, vor allen Dingen karitative Vereine oder auch Spendenvereine, die eben hier natürlich Unglaubliches teilweise leisten, denn die haben also wirklich sehr ausgeklügelte Kontenrahmen, die also ganz speziell für ihren Verein passen.
Auch das ist natürlich möglich. Sprechen Sie uns an. Meistens können wir diese Kontenrahmen importieren. Wir können Ihnen auf alle Fälle aber eine riesige Hilfestellung dazu bieten, dass Sie also so schnell wie möglich eben hier beginnen können. Ja, wir haben jetzt schon gelernt, also NetX-Pfifferein arbeitet in Sparten. Das heißt, ich kann später finanziell Sparten auswerten. NetX-Pfifferein habe ich also viele verschiedene Kontenmöglichkeiten, Barkassen, Girokonten, Festgeldkonten. Und ich habe also in NetX-Pfifferein die Möglichkeit, Buchungen eben in entsprechenden Einnahmeausgabestellen eben abzulegen. Grundsätzlich haben Sie aber innerhalb der Software noch die Möglichkeit, mit sogenannten Projekten zu arbeiten. Das heißt also, Sie können bestimmte Buchhaltungswerte eben entsprechend in Projekten ablegen, was Ihnen ermöglicht, dass Sie dann eben Unternehmungen Ihres Vereins centgenau abrechnen können. So Projekte sind meistens dann zum Beispiel ein Sommerfest, ein ganz bestimmtes, oder ein Busausflug irgendwohin. Denn das Ganze wird dann später buchhalterisch eben in den entsprechenden Einnahmeausgabestellen gebucht, aber dann eben mit Zuhilfenahme eines weiteren Schlüssels eben mit diesem Projekt. Und diese Projekte können dann später eben völlig frei von Ihnen ausgewertet werden. Was diese EA-Stellen betrifft, auch hier der Hinweis, bitte denken Sie daran, hier oben ist immer die entsprechenden Hilfevideos. Also das Gleiche natürlich also auch in den Projekten hier. Okay, zu guter Letzt bleibt uns dann später, also dann überlegen wir mal, was wir alles drin haben. Also wir haben unsere Stammdaten haben wir eingestellt, wir haben die Finanzdaten eingestellt, wir haben die eigenen Felder eingestellt, wir haben unsere Sparten eingestellt, wir haben unsere Beiträge, unsere Mitglieder, unsere Konten, unsere Einnahme-Ausgabestellen und unsere Projekte eingestellt. Alle Mitglieder sind importiert. Das bedeutet, Sie können als einzelner Benutzer wunderbar mit NetX-Pfifferein arbeiten. Spätestens jetzt ist es an der Zeit, die Arbeit etwas abzugeben, denn spätestens jetzt wäre es dann eben an der Zeit, das Ganze eben mehr benutzerfähig zu machen. Das bedeutet, jetzt würden Sie die sogenannten Benutzer anlegen. Haben Sie keine Angst, mit der Anlage eines Benutzers werden keine Mehrkosten verursacht. Ich weiß, sehr viele Vereine haben hier Angst. Benutzer kosten in NetX-Pfifferein nichts. Wir haben Vereine mit weit über 200 Benutzern. Die zahlen genauso viel wie ein Verein mit einem Benutzer. Es gibt jetzt keinen Unterschied. Natürlich können sich diese anderen Benutzer auch so oft anmelden, wie sie wollen. Und diese können natürlich ebenfalls auch mit Rechten ausgestattet werden. Also auch das kostet alles nichts. Auch das ist alles auch schon in der Testversion möglich. Um neue Benutzer anlegen zu können, auch hier bitte wieder denken an diese Spezialvideos hier oben, denn das würde also hier diesen zeitlichen Rahmen dieser ersten Schritte jetzt hier deutlich sprengen. Uns ist durchaus bewusst, dass der Einsatz einer so komplexen Software, wie es NetX-Pfifferein ist, zu einem erheblichen Mehraufwand am Anfang führt. Wenn man also seine Software einsetzt, dann sollte man sich Zeit nehmen und sollte sich das Ganze also wirklich gründlich überlegen und ganz gründlich einrichten, das Ganze. Ich verspreche Ihnen, dass Sie später deutlich weniger Arbeit haben werden, wie Sie das Ganze bis jetzt hatten. Der NetX-Pfifferein ist sicher, was das betrifft, die modernste Vereinsverwaltung der Welt. Verspreche ich Ihnen. Ja, damit wären wir am Ende dieser ersten Schritte und würde Sie nochmal bitten, Fragen zu stellen, sollten welche offen sein.